Und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen auf unserem Hof, oder besser gesagt vom Händler. Und dieser Folge möchte jetzt Midnight endlich mal seinen Gabelstapler ausprobieren hier. Es ist ein Weidemann. Ja, was Weil macht ich er möchte mal denn? versuchen, ob ich die Wolle, die da ist, vielleicht. Oh je, oh je. Aha. Aber ich glaube nicht, dass wir schon Wolle geschenkt bekommen haben oder so. Das ist Huch. fast. Ja. Zeit, dass du ins Bett kommst. So, wie bewege ich das Ding jetzt? Ha! Oh. Hast du eine Hand drin? Der sieht noch ein bisschen so labil aus. Ja, ne, der schwenkt so ein bisschen nach. Okay. Dann fährst du jetzt Richtung Schafe. Weißt du überhaupt, wo die Schafe sind? Ich Ja, so Pi mal Daumen. wüsste es nicht. Na gut, dann fährst du Richtung Schafe und ich habe hier irgendwo noch was stehen. Und wenn du bei den Schafen bist, sag Bescheid, dann schaue ich mir das auch mal an. Jo. Wobei ich nicht weiß, was du für eine Palette hast. So, bin ich dann auch wieder beim Händler. Ein bisschen Cockpit an sich fahren. Ah, das ist ja cool. Voll die lange Nase. Ach, da bist du. Alter, nein, ich fahre in die falsche Richtung. Oh! Bist du mir jetzt reingefahren? Nee. Nee, die arme Frau. Die Frau? Ah, hä? Wo ist wieder die Frau? Da, neben mir. Das ist doch ein Mann. Das ist Nee, ein Mann neben mit einer mir. kurzen Hose. Neben mir. Ist das ein Naja, Mann? ja. Weißes Shirt, kurze Hose. Nee, weißes Shirt mit Ausbeulen und Rock. Ja, nee. Oh Mann. Bist so ein typischer Gamer, weiß nicht, wie Frauen aussehen. Fährst du mir jetzt gleich hinterher? Ja, da geht's ja zur Au, Bauer ei, auf. oh, was ist denn da los? Hey, eigentlich ist das mein Part, nicht fahren zu können. Ja, mit dem Ding ist es irgendwie gar nicht so einfach. Naja. Und dann immer zwischendurch noch auf die Map zu gucken. Helft unser Helfer eigentlich noch? Eigentlich ja, weil nur ich bin ja rausgegangen. Ey! Wo guckst du hin? Nee, du hast keinen Blinker gesetzt. Ja, zeig mir halt wie. Ich habe immer noch nicht die Anzeige gehoben. Alter, wo gehen die Straße jetzt lang? Ja, ich bin ja schon wieder beim Hof. Ja. Wie komme ich denn jetzt darüber? Worüber? Ja, ich will da runter, weil es weiter, also Richtung Süden. Ja, dann fahr doch mit mir und am Haus geht's hoch, rechts hoch. Also du fährst jetzt geradeaus weiter, wenn du hinter mir stehst. Wo bist denn du? Na da. Helft unser Helfer noch? Ja, der fährt noch. Okay. Jetzt hältst du dich links, so Oh, zum Haus. das erste bisschen fängt sogar schon an zu wachsen. Haben wir eigentlich eine Spritze? Nee. Ups, sorry. Hatte man ja. Ja, doch, doch, beim Alten hatte man das von Anfang an, gell? So eine Spritze. Okay. Ja, und jetzt rechts irgendwo halten, dann geht's hoch. Bin schon unterwegs. Muss ich mit dieser einen Palette dann wahrhaftig bis. Aber warte mal, man hätte es ja auch einfacher machen können. Ich bin Nee, ja immer Wolle noch wird der nicht Meinung, dass angezeigt. die Palette leer ist. Naja, Klein. Pack, 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 pack. Pack, 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 pack. Schafbestand 30, Produktivität 5%, Wolle in Liter. Wolle in Liter. Wir haben Liquid Wolle. 8 Liter Wolle haben wir. Ich habe mir gerade überlegt, ist es eigentlich gut, einen Hahn bei den Hühnern zu halten? Es sind zwei Eier! Zwei Eier! Wo denn? Laut PDA sind es zwei Eier. Muss ich die hier rausholen oder was? Ja, irgendwie musst du die aufsammeln. Die müssen so drin rumliegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich schlafe ja schon rum, ich wollte ja schon schauen. Back, 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 back. Back, back, back. Was machst denn du? Aha. Oh, Entschuldigung. Oh, das tut mir leid. Das Hast du wollte den ich Hahn nicht. jetzt beim Vögeln zugeguckt? Ja, ich wollte im Busch schauen, ob da. Ja, Welchen Busch? war nix.
Jetzt wird es langsam heikel hier. Ja. Ja, vielleicht kriege ich jetzt eine Anzeige, dass ich das aufmachen kann. Kann ich das aufmachen? Nee. Weil die müssen ja wahrscheinlich hier ablegen. Also ich habe Bilder gesehen, da lagen die Eier einfach wild auf der Wiese rum. Also müssen auf der Wiese sein. Zwei Eier. Wie ist denn schon Ostern? Ich bin bei der Mühle. Geht zu der Mühle überhaupt offiziell durch eine Straße hin? Geh ich davon aus. Also ich finde keine Eier. Du siehst Eier? PD? Krebskosten? Also in der richtig offizielle Straße scheint zu der Mühle gar nicht hinzugehen, ne? Wo siehst du jetzt wieder Eier? Ja, wenn du da bist, wo Weizen und Maisen alles angezeigt wird, viel wir noch haben, mit der neuen dann durchschalten. Eierbestand 0. Hühnerbestand 51. Hä, bei mir wird 2 angezeigt. Vielleicht sind es deine Eier. Also. Du Schwein! Weil ich ja nachträglich dazugekommen bin, waren die Eier wahrscheinlich für mich nämlich da. Boah, was eine Aussicht hier. Mensch. So, bist du im Traktor drin? Ich bin noch im Weidemann drin. Ja, geh mal raus. Okay. So, Weidemann. Ja, hast du schon, warst du schon bei den Schafen? Nee, ich bin, die sind doch hier erst. Ich bin gerade erst da auf dem Weg hin. Ey, wenn ich bedenke, wie weit du dann mit der Wolle wieder eiern musst, alter Schwede. Jetzt muss ich nur noch sehen, wo die Palette stand. Wir haben einen Müllhaufen hier hinter der Halle. Was haben wir? Müllhaufen hinter der Halle. So, also wie gesagt, meine Palette ist leer. Nee. Achso, da hinten. Ja, bei mir werden aber auch 2 Eier im PDA angezeigt und meine Palette ist voll. Also wenn ich die Palette jetzt irgendwo auf Seite stelle, müsste dann ja irgendwann eigentlich mal wieder ein neues bohren. Ach du Scheiße, das wird jetzt erstmal ein heikles Ding. Da der mit vorne mit dem Ding mitlenkt irgendwie. Oh mein Gott. So, So, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus, oder? Ja. Komm. Langsam. Gut. Wird ein bisschen knapp, aber. Huch. Was lenkst du jetzt? Das Ganze ist. Fahr noch besser zurück. Huch. Ah, das ist immer noch so verpackt mit dem Palettenscheißen alles. Aber es scheint zu halten. Ah, shit, ich kann nicht drauf bleiben, okay. Und jetzt fährst du mit denen so in der Mühle, zur Mühle. Ja. Ja, man kann es natürlich auch irgendwie auf den Hänger laden, aber da braucht man wieder 2 so eine. Fahr doch mal mit der Palette gegen die Kiste. Weißt du, was ich meine? Jetzt bin ich erstmal gerade froh, dass ich die Palette wieder losgekriegt habe. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe hier mit irgendeinem Bug für einen Spielabsturz gesorgt. Gegen die Holzkiste da oder was? Ja. Ja, ich meine, wenn du sie nur vorne in der Spitze hast, dass sie. Ach, dass es weit drauf schiebt. Ja. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Ich glaube, das überlasse ich dann in Zukunft dir. Ah, jetzt sieht es doch gut aus, oder? Ja. Wir wollten doch irgendwas noch für die Ballen kaufen. Rundballen. Da fängst du jetzt schon wieder mit diesen Ballenpressen an? Ja, da haben wir doch mal die Diskussion gehabt. Okay. Dann. Ich lade es in die Halle, damit es nicht nass wird. Ja, fahr doch zur Mühle.
Ja, bin ich gespannt. So, und ich schau mal, was wir noch haben. Ah, wir können ja, wenn ich jetzt nochmal, das war falsch, weiterspielen. Wenn ich mal hier drauf gehe, gibt es doch einen Punkt. Oh, verdammt, das ist ja ein Fluss. Ich dachte, es wäre ein Banshee, wo ich drauf war. Verdammt, ich habe jetzt die Wolle verloren. Wo? Also nicht zu scharf bremsen mit dem Scheiß. Ah, aber nicht in den Fluss reingeworfen, oder? Nee. Ich glaube, okay. der hätte ich geschrien. So, was haben wir denn alles? So, 4, 1, 1, Weidemann, Huch, Palettengabel. Komm, geh halt jetzt da drauf, du blödes. Los, rutsch, los! Muss ich denn erst noch Gel oder Creme oder sonst irgendwas da drauf machen? Jetzt, hey, wir haben sogar eine Amazone bei uns. Oh, jetzt! Oh. Reden wir überhaupt noch über das gleiche Spiel oder? jetzt habe ich eine drin und jetzt geht's. Ah, was ich gut finde, ist, dass der Helfer nichts mehr kostet, wenn er fertig ist. So habe ich das zumindest irgendwo gesehen. Ich hatte mich jetzt erstmal ein bisschen verfahren. Ich wollte eigentlich auf dem Bahnschienen langfahren, aber es hat sich herausgestellt, dass es ein Fluss ist. Wie viel Geld hast denn du jetzt noch? 12.721. Also haben wir so knapp 15.000. Und wie viel hast du dir geliehen? Ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal drauf gedrückt. Dass wir uns vielleicht doch noch das zweite Feld kaufen. Ich komme mehr oder minder an dem Geldautomat vorbei, dann hole ich den Rest halt auch noch. Ja, weil das kostet ja 56.000, hast du glaube ich gesagt. Ich bin schon auf dem Weg dorthin, ich schau mal das an. Weil das erste Feld müssen wir jetzt warten, bis die Frucht wächst. Ich habe so das Gefühl, dass die Wolle früher oder später echt noch verlieren werden. Nee, du machst so Geräusche wie ich früher. Also eigentlich bist du der seriöse Part hier. Soll ich jetzt Geld noch holen, ja? Ja, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Geldautomat? Und merke, keine Vollbremsung machen. Hey, wir brauchen nur 24.000. Das ist gar nicht so viel, was wir noch brauchen. Okay, dann probiere ich mal so. Ching, 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 ching. Wie viel hast du? 15. Jetzt immer noch, ja? Ja, du musst mir erst überweisen. Ja, ich habe dir erstmal das überwiesen, was ich jetzt noch so hatte. 15, ja. Zum Glück müssen wir da keine Zinsen oder so zahlen, ne? Natürlich müssen wir Zinsen zahlen. Echt? Ja. Kreditzinsen, tatsächlich. Aber bis jetzt haben wir noch keine gezahlt. So. Nee, der Tag ist ja noch nicht rum. Oh mein Gott, wir werden pleite sein, bevor wir überhaupt irgendwas verdient haben. Nee, wir machen ja... Ah, ich hab ja Geld. Juhu. So, kaufen. Yeah! So, ich bin auf dem Weg Richtung Wolle-Dingens. Wenn du da bist, sag Bescheid. Ich bin ja gespannt. Sind die Felder schon gepuppert? Ja, ich denk's. Ja, gleich noch mit der Seemaschine drüber fahren. Lohnzahlung ist ja wahrscheinlich der Helfer. Ja. Ja, das heißt günstig. Hui! Alter. Was? Das ist ja eine Geländefahrt. So. Alles klar, ich gehe davon aus, das soll die Wollabladestation sein. Ich steig mal aus, dass du mal vorbeikommen kannst. Ja. Kleinen Moment. Ja, also laut PDA muss ich hier wahrscheinlich die Palette reinklatschen und dann... Oh, die haben hier sogar noch Ersatzpaletten. Finde ich in Ordnung. Ja, los. Immer noch leer. Okay. Dann schaue ich mal das an. Wo sind wir denn eigentlich?
In der Mühle? Ne, in der Spinnerei, Mensch. Ich gehe davon aus. Uff, die ist weg. Achso, die ist einfach so weggeswitcht, schätze. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir dafür bekommen haben. Ich habe gedacht, ich muss die erst noch abladen, aber die ist einfach so weggeswitcht. Ja, musst du jetzt wieder eine Palette mitnehmen? Ich weiß es nicht. Dann nimm doch mal den ganzen Stapel hier mit zu mir. Alter, die Aufnahme ist eigentlich vorbei. Na gut, dann sagen wir schon. Oder wollen wir jetzt noch eine Aufnahme machen und die Paletten dahin fahren? Nee, brauchst du nicht, aber du kannst ja mal die Paletten schon drauf machen. Dann weißt du ja, was du nächstes Mal machen wolltest. Aber ich bezweifle, dass ich die jetzt so da drauf kriege, weil die so komisch an der Wand liegen. Fahr doch von der anderen Seite dran. Geht das? Ja, müsste auch gehen, oder? Huch. 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 Mann. Okay, die Paletten wollen nicht mitgenommen werden. Oh, oh. Leute, ich glaube, mit diesen Bildern verabschieden wir auch. Okay, ich denke, das braucht eine neue Palette. Sag du Schiss. Ich versteck mich lieber. So. Okay. Bewegen sich eigentlich die Köpfe, wenn man sich umguckt? Ja. Guck mal nach oben. Nein. Aber von rechts nach links? Ja, auch nur so ein bisschen, glaube ich. Keine Ahnung. Schüttelt meiner den Kopf? Ja, ja, den ganzen Körper so. Ja, macht deiner auch. Der macht, ja, ich wollte gerade sagen, da macht so ganz komische Hüftbewegungen. Aber ganz kurz noch, renn mal bitte auf mich zu. Oh, das fand ich lustig hier, dieser Gang. Das sieht total geil. Das war jetzt Sprint, ne? Das ist Sprint, genau. Wie er die Arme so anwiegelt. Rennen wir nochmal. Ja, das geht ja noch. Hey, die haben die gleiche Unterwäsche wie ich. Ja, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Ja, es gibt wahrscheinlich hier nur so einen Großhandel, der hat nur eine Unterwäsche. Muss auch mit der Palette hinfahren wahrscheinlich. Okay, du wolltest Tschüss sagen. Ja, okay. Beenden wir hier die Aufnahme für den heutigen Tag. Also es war jetzt eine komplette Aufnahmesession mit 4 oder 5 Folgen oder so, keine Ahnung. 5 schätze ich. Ich hab nicht mitgezählt. Aber morgen geht's ja weiter. Ja, wir haben es gerade erst mal 3:45. Was, schon so spät? Also oben rechts im Eck. Ach. Ich bin so blöd, ich zeige jetzt mit dem Finger oben auf dem Monitor, wo die Zeit steht. Also, du hast mir schon einen Schreck eingeladen. Ich habe gedacht, es ist fast 5 Uhr morgens hier. Nee, das ist ja nicht so schlimm im Real Life. Okay, ja, ich meine, für die Zuschauer geht's ja nächste Folge morgen dann weiter. Ja, richtig. Ja, genau. Okay. Und man sieht sich dann. Ciao. Haut rein, ciao.